So, meine Damen und Herren, ich darf bitten, Platz zu nehmen, damit wir die Veranstaltung starten können. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen von CFS, IBF und Moody's, die gemeinsam eingeladen haben zu dieser Veranstaltung mit dem Titel Kreditanalyse in Zeiten des Wandels. Zum Nutzen interner und externer Ratings aus historischer und aktueller Perspektive. Also ein wunderbares Thema, zu dem die beteiligten Institutionen auch hervorragend passen. IBF mit dem Schwerpunkt auf historische Analyse, CFS sehr stark mit aktueller Forschung im Finanzsystem zu Finanzmarktfragen auch tätig. Und Moody's natürlich als ein zentraler Player in diesem Feld. Ja, ich darf Sie begrüßen, freue mich, dass Sie den Weg hierher auf den Westend Campus gefunden haben. Darf nochmal um Verständnis bitten für die kurzfristigen logistischen Veränderungen, die wir hatten. Verlegung der Veranstaltung aus dem Casino-Gebäude hierher ins Präsidiumsgebäude. Verursacht durch die Regeln, die die Goethe-Universität getroffen hat, um ihrer Kernklientel, den Studierenden vor allen Dingen, es zu ermöglichen, jetzt in diesem Wintersemester wieder zu 100% auch an Veranstaltungen teilzunehmen. Aus diesem Grund musste man trennen, alles was Kerngeschäft ist und was sozusagen Zusatzaktivitäten sind, wie Veranstaltungen, zu denen Externe auf den Campus kommen. Ich darf danken aber dem Präsidium der Goethe-Universität, dass es ermöglicht hat, dass wir uns hier im Präsidiumsgebäude, sozusagen am Allerheiligsten der Goethe-Universität, jetzt versammeln können. Und bin sicher, dass wir hier eine sehr interessante und produktive Tagung haben werden. Ich darf noch danken, schon vorab, dem Organisationsteam von IBF und CFS, Frau Flotow-Degener, Frau Maßner, Frau Furchheim und andere, Frau Lauch, die hieran beteiligt waren, das auch möglich zu machen, dass wir uns hier und heute in Präsenz in doch so großer Zahl treffen können. Ja, damit vielen Dank von meiner Seite und ich darf übergeben an den Kollegen Rudolf, der eine kurze Einführung in die Thematik geben wird. Vielen Dank. Herr Klump, Sie haben ja die Arbeit jetzt abgenommen, alles ist schon gesagt. Vielleicht ein Punkt noch, wir möchten uns beim CFS ausdrücklich bedanken, denn ohne das hätten wir sozusagen organisatorisch das hier nicht hinbekommen und wir sind sehr glücklich, dass wir endlich mal wieder eine Veranstaltung vor Ort machen können und ich wünsche uns einen ertragreichen Nachmittag. Die Überschrift unseres Nachmittags haben Sie schon genannt, will ich nicht wiederholen. Eine Einführung ins Rating kann ich auch nicht geben, weil es nicht nur Anfang des 19. Jahrhunderts schon angefangen hat in den USA, natürlich auch wegen der großen räumlichen Trennung, sondern ich will meine Überlegungen zusammenfassen mit einem Zitat, mit Versen, die eigentlich das Thema gut zusammenfassen können. Auf die bin ich natürlich nicht gekommen, aber der Kollege Hartmut Berghoff hat einen Vortrag gehalten anlässlich seiner Übernahme seines Lehrstuhls an der Universität Göttingen. Und das habe ich zufällig gelesen, den Artikel, der darüber ist, entstanden ist. Der hat aber auch meine Verse nicht erfunden, sondern die hat er gefunden in einem Buch von 1890 von Erling, Whom to Trust, a Practical Treatise on Mercantile Credits. Und damit sind wir mittendrin im Thema, nicht bei den Kreditinstituten, sondern eher bei den Lieferanten oder Lieferkrediten. Aber die Problematik ist, glaube ich, ähnlich. Sie alle sind wohl vertraut aus der Schulzeit mit Shakespeare und Hamlet. Und das ist jetzt einfach aus Hamlet. To sell or not to sell, that is the question. Whether it is better to send the goods and take the risk of doubtful payment,
or to make sure of what is in possession and, by declining, hold them, to sell, to ship, perchance to lose, aye, there's a rub. For when the goods are gone, what charm can win them back from slippery debtors? Will bills be paid when due, or will the time stretch out till crack of doom? Der hat es offensichtlich verstanden, worum es geht bei dem Rating. Und wir werden heute das Rating aus ganz unterschiedlichen Richtungen beleuchten. Wir fangen an in den ersten beiden Vorträgen mit einem wirklich historischen Vortrag von Herrn Kollegen Burhop aus von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und einen Kommentar von Herrn Kollegen Ziegler von der Ruhr-Universität Bochum. Und dann geht es weiter mit einem Vortrag, der nun wirklich nicht sehr in der Vergangenheit festhält. Frau Langbucher guckt lieber in die Zukunft zur künstlichen Intelligenz. Und vielleicht ist das ein schönes Spannungsfeld, mit dem wir anfangen können. Wir haben ein bisschen ein Zeitproblem, ganz zuletzt. Deswegen achte ich im ersten Teil darauf, nachher, Herr Klump, noch mehr darauf im zweiten Teil, dass wir genug Zeit für die Podiumsdiskussion haben. Wir haben eine kleine Pause dazwischen und nachher können wir uns hier in dem Raum tatsächlich auch noch finden. Herr Burhop ist erstmal Bankkaufmann, gelernter Bankkaufmann und hat Volkswirtschaft studiert, er ist also Diplom-Volkswirt, er hat Lehrstühle gehabt, insbesondere an der Universität zu Köln, dann in Wien und jetzt ist er eben in Bonn. Er hat international veröffentlicht, sozusagen im Spannungsfeld von Nationalökonomie und Wirtschaftsgeschichte, manchmal eher da oder da. Und insoweit ist das, glaube ich, für uns besonders ertragreich. Außerdem ist er bei uns im wissenschaftlichen Beirat. Herr Burhop, Sie haben das Wort. Meine Präsentation. Herzlich willkommen zusammen. Es ist ungewohnt, wieder vor einem Publikum zu reden, mit echten Menschen. Ich habe heute Morgen in einer Vorlesung schon einmal geübt und hier geht es jetzt weiter. Es geht um die Beurteilung von Kreditrisiken bis zur Bankenkrise von 1931. Die Bankenkrise von 1931 ist zwar allgemein bekannt, trotzdem wollte ich kurz erläutern, welche Theorien oder Thesen in der Literatur vertreten werden, woran es denn gelegen hat, dass es 1931 eine große Wirtschafts- und Finanzkrise in Deutschland gab. Die traditionelle Erklärung, die in den 1930er Jahren auch sehr populär war und die bis in die 1960er Jahre populär blieb, war die Erklärung, dass Banken übermäßig riskante Kredite vergeben haben, die dann ausgefallen sind und daraus resultierte eine Bankenkrise. Von dieser Erklärung ist man in den nachfolgenden Jahrzehnten etwas abgerückt. Zunächst gab es in den 1980er Jahren eine Debatte darüber, ob ein überschuldeter Staat möglicherweise nicht mehr in der Lage war, Banken zu stützen und zum anderen, dass dieser überschuldete Staat auch sehr stark bei Banken verschuldet war. Die Kredite, die der Staat oder die Gebietskörperschaften bei den Banken in Deutschland aufgenommen hatten, überstiegen das Eigenkapital der Banken, sodass eben die Erklärung der Zahlungsunfähigkeit in einem Reparationsmoratorium im Jahre 1931 auch Sorgen um die Stabilität der Banken hervorgerufen hat. Darum eine Fiskalkrise, die eine Bankenkrise ausgelöst hat.
Die dritte Erklärung, die angeführt wird, ist eine Reparationskrise. Also Deutschland musste ja nach dem Ersten Weltkrieg zahlreiche Reparationen bezahlen, hat erklärt, dass man diese nicht mehr bezahlen könnte im Jahre 1931. Das führte zu einer Kapitalflucht aus Deutschland und Banken, die sich sehr stark kurzfristig im Ausland verschuldet hatten, gerieten dann in ein Fluchtproblem, dass ausländische Investoren ihre Einlagen abgezogen haben. Und dann gibt es verschiedene Kombinationen dieser Ursachen, zuletzt von Isabel Schnabel, die ja inzwischen mehr in Frankfurt tätig ist und weniger bei uns in Bonn und die ich sehr vermisse, aber das lässt sich jetzt noch nicht mehr ändern. Sie ist, glaube ich, sehr zufrieden. Was bei diesen neueren Erklärungen etwas in den Hintergrund geraten ist, ist, dass die eigentliche Erklärung für die Bankenkrise aus den 30er Jahren eben darauf abzielt, dass eine Bankenkrise durch Verhalten von Banken hervorgerufen worden ist. Zum einen wurde da diskutiert, dass eben Banken sehr viele langfristige Darlehen mit kurzfristigen Einlagen in Fremdwährung finanziert haben. Darüber möchte ich heute nicht weiter sprechen. Zum Zweiten gibt es in der Literatur Evidenz dafür, dass einzelne große Darlehen, und dann kommt immer die Geschichte von der Nordwolle und dem Konkurs der Nordwolle ins Spiel, dass einzelne große Darlehen dazu geführt haben, dass die Banken in eine krisenhafte Situation gekommen sind. Auch darüber möchte ich heute nicht sprechen. Ich möchte die Frage aufwerfen, ob Banken infolge von Organisationsdefiziten systematisch zu risikoreiche Kredite vergeben haben. Diese Frage kann man nicht richtig beantworten, nach meiner Kenntnis. Ich möchte da nur zwei Antwortversuche geben. Die eine Antwort basiert auf systematischen Kreditanalysen der Reichsbank. Die Reichsbank hat in den 1920er Jahren und auch in der Vorkriegszeit, also vor dem Ersten Weltkrieg, nicht nur Kredite an Banken vergeben als Bank der Banken, sondern eben auch ein großes direktes Kundengeschäft gehabt. Also wenn Sie einen Wechsel hatten, den Sie diskontieren wollten, konnten Sie damit auch direkt zur Reichsbank gehen. Und das führte dazu, dass die Reichsbank über sehr viele Unternehmen in Deutschland detaillierte Informationen gesammelt hat. Das waren so etwa 65.000 Unternehmen, die da jährlich beurteilt worden sind durch die Reichsbank. Und diese systematische Auswertung der Reichsbank ist eben in den sogenannten Kreditlisten der Reichsbank relativ gut zugänglich. Und das Zweite, da geht es um Geschäftsbanken. Dazu gibt es keine systematische Evidenz, zumindest keine publizierte systematische Evidenz, wie eigentlich Geschäftsbanken Kreditwürdigkeit bewertet haben. Und da kann ich nur an einzelnen Beispielen skizzieren, wie denn Kreditwürdigkeit geprüft worden ist und welche Instrumente man eingesetzt hat. So sehen sie aus, die Kreditlisten der Reichsbank. Die sind also schön gedruckt und lassen sich auch relativ gut auswerten. Und so sehen sie innen aus. Damit sehen Sie auch, was in diesen Kreditlisten enthalten worden ist. Also ich habe Ihnen ein Unternehmen mitgebracht, das Sie alle kennen, Brockhaus. Also die Älteren erinnern sich noch an diese Lexika. Brockhaus, ich habe die Kreditlisten der Reichsbank-Hauptstelle in Leipzig ausgewertet für ein Forschungsprojekt vor etwa 10 Jahren. Darum finden Sie hier sehr viele Informationen aus Leipzig. Gut, da ist also der Name der Firma ist festgehalten, der Sitz, welche Geschäftsrichtung die Firma hat. Und dann gibt es ein paar kryptische Zahlen und Nummern. Die Reichsbank hat unterschieden, ob ihre Kreditwürdigkeitsprüfung auf eine Auskunft der Firma beruht oder auf Erkundigungen über die Firma. Also hat die Firma selbst Bilanzen und ähnliches Geschäftsberichte übermittelt, die dann ausgewertet worden sind. Oder musste man sich bei Geschäftsfreunden oder anderen Menschen erkundigen über eine bestimmte Firma? Dann sehen Sie dort Zahlen. Die Zahlen sagen etwas darüber aus, wann diese Erkenntnisse gewonnen worden sind, also in welchem Monat und in welchem Jahr. Im Prinzip sollten diese Informationen jährlich aktualisiert werden. Ja, das heißt, wenn Sie da lesen A728, dann heißt das, im Juli 1928 hat Brockhaus Auskunft erteilt, also eine Bilanz vorgelegt, und dann wurde ein Jahr später eine neue Bilanz vorgelegt. Dann gibt es eine Risikoklassifikation von A bis G, also wie Sie das heute auch kennen, mit AAA und so weiter. Und die Risikokategorie B ist eben die zweithöchste Kreditwürdigkeitsklassifikation. Und die Zahl dahinter sagt etwas darüber aus, wie hoch denn der Kredit sein darf, den man Brockhaus geben kann als Reichsbank.
Bei manchen Unternehmen finden Sie dann noch Kommentare, also qualitative Einschätzungen, zum Beispiel bei der Firma darunter, dass eben das Vermögen größtenteils in Immobilien investiert ist, also erst einmal nicht unmittelbar verfügbar wäre. So, und diese Listen wurden von den Direktoren einer jeden Reichsbankhauptstelle in Abstimmung mit Vertretern der lokalen Wirtschaftselite jährlich erstellt und dann in den verschiedenen Reichsbankhauptstellen ausgetauscht, sodass jede Reichsbankhauptstelle über die Kreditwürdigkeit aller Firmen in Deutschland im Prinzip informiert war und die in diesen Büchern nachschauen konnte. Die Erstellung dieser Kreditlisten war sehr stark reglementiert. Da gibt es ein Regulativ der Preußischen Bank, dem Vorläufer der Reichsbank aus dem Jahre 1860. Und dieses Regulativ wurde eigentlich bis in die 20er Jahre nicht überarbeitet. Also es war eine sehr stabile Methode, die über Jahrzehnte auch sehr gut funktioniert hat scheinbar. Es gibt nur Erinnerungen, dass eben dieses Regulativ von 1860 immer noch gilt und es wurde dann nochmal neu herumgeschickt, aber es wurde eben nicht verändert. Festgestellt wurde das Nettovermögen des Kunden anhand der Handelsbilanz, die jeder einreichen musste. Dann gab es Abschläge für illiquide Vermögensgegenstände. Die Reichsbank hat ja hauptsächlich kurzfristige Kredite, also Wechseldiskontkredite vergeben und war also daran interessiert, auch schnell wieder Gelder einwerben zu können. Daher waren illiquide Vermögensgegenstände mit einem Abschlag zu versehen. Dann mussten noch verwandtschaftliche Beziehungen festgehalten werden können. Also welche weiteren Sicherheiten kann man noch gewinnen, wenn man den Schwiegervater befragt oder den Bruder? Vielleicht gibt es da noch Menschen mit Vermögen, die man heranziehen kann. Und nachdem man das festgestellt hat, wurde gesagt, der Normalkredit soll ein Drittel des Nettovermögens ausmachen, also ein sehr großer Sicherheitsabstand zu dem, was man als Kredittragfähigkeit ermittelt hatte. Aber nur wenn Bilanzen vorlagen, wenn man Erkundigungen einziehen musste, war es nur ein Viertel, da war es auch wieder ein Sicherheitsabschlag. Und dann gab es noch einen weiteren Sicherheitsabschlag, das habe ich hier als Zitat mitgebracht, bei Personen von zweifelhaftem Ruf, üblen Geschäftsgewohnheiten oder geringen kaufmännischen Erfahrungen sollte die Normierungsquote reduziert werden. Und diese üblen Gewohnheiten lesen Sie dann auch in den Kreditlisten. Hat eine teure Ehefrau, trinkt oder was auch immer. Also da finden Sie Anekdoten über sehr viele Menschen, die wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie in diesen Kreditlisten so charakterisiert werden. 1929 begann man dann diese Kreditlisten zu modifizieren, weil man in den 20er Jahren beobachtet hat, dass die Ausfallraten bei den Wechseln relativ hoch waren. Also begann man eben die Kreditlistenerstellung zu modifizieren. Zum einen wurden nicht nur Bilanzzahlen, sondern auch Rentabilitätsziffern eingefordert. Die hat man vorher also nicht verlangt. Jetzt wurden sie verlangt. Es wurde ein detailliertes Urteil über die persönliche Lebensführung der wichtigsten Personen verlangt. Also waren das zuverlässige Zeitgenossen oder nicht. Es wurden auch Angaben über Verpfändung von Vermögensteilen eingefordert. Das heißt, vorher wusste man, es sind Immobilien da, hat sich aber nicht mit der Frage auseinandergesetzt, ob es andere Ansprüche an diese Immobilie gibt, die ja vielleicht im Grundbuch eingetragen sind. 1930 hat man sich noch weitere Informationen erbeten, beispielsweise Informationen über die Anzahl der Mitarbeiter, Name der Gesellschaft und so weiter. Sie sehen, es wurden immer mehr Informationen eingefordert. Man hoffte also, mit mehr Informationen zu besseren Entscheidungen zu kommen. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, dass eben bei Wertpapieren Gattung und Kurswert festgestellt werden musste, bei Immobilienlage, Größe und Nutzung von Immobilien. Also man hat versucht, mehr Informationen zu bekommen. Wenn man sich jetzt im Aggregat anschaut für die Reichsbankhauptstelle Leipzig, was evaluiert worden ist oder in welchem Umfang evaluiert worden ist, dann stellt man fest, alles was wichtig ist, habe ich hier mit roten Kästchen versehen, um es für Sie einfacher zu machen. Dann stellt man erst einmal fest, dass in der Zwischenkriegszeit die Anzahl der Firmen, die jährlich zu beurteilen war, deutlich gewachsen ist. Also vor dem Ersten Weltkrieg wurden jährlich etwa 2000 Firmen beurteilt. Davon haben etwa 900 Firmen eine Kreditlinie bei der Reichsbank bekommen und die andere Hälfte der Firmen hat keine Kreditlinie bei der Reichsbank bekommen, wurde also als kreditunwürdig beurteilt. In der Zwischenkriegszeit stieg die Zahl der Firmen, die beurteilt wurden, deutlich an auf bis zu 5500 Firmen im Jahre 1927.
Die Zahl der Kreditkunden oder als kreditwürdig erachteten Firmen blieb relativ konstant. Also sie stieg bis auf 1200, aber sie stieg nicht so deutlich an wie die Anzahl der Firmen, die beurteilt worden sind. Dieser enorme Arbeitsaufwand, also damals hat man ja noch händisch oder mit Karteikarten gearbeitet, dieser enorme Arbeitsaufwand führte jetzt dazu, dass die Kreditlisten zwar jährlich erstellt werden sollten, aber nicht mehr jährlich erstellt werden konnten. Man kam also mit dem Arbeitsvolumen einfach nicht mehr hinterher. Darum sehen Sie bei Alter der Daten in Monaten, dass 1913 im Durchschnitt Informationen, die in der Kreditliste verbreitet worden sind, 3 Monate alt waren. Also die waren relativ aktuell, diese Informationen, und wurden teilweise auch unterjährig aktualisiert. In der Zwischenkriegszeit stellen Sie fest, dass Kreditentscheidungen im Prinzip auf Informationen, auf einer Informationsbasis getroffen worden sind, die schon 2 Jahre alt waren. Und jetzt, Sie sind ja Praktiker, ich würde sagen, mit 2 Jahre alten Informationen kann ich eigentlich keine gute Kreditentscheidung treffen. So, und unten sieht man auch, dass diese Kreditlisten durchaus sinnvoll sind. Also wenn Sie anschauen, welcher Anteil der Kreditstufen verändert worden sind, sehen Sie, da ist Bewegung drin. Also Kredite wurden nicht einfach fortgeschrieben, sondern da wurde im größeren Umfang von 10-20% pro Jahr das Kreditvolumen verändert, und es gab tendenziell mehr Herabstufungen als Aufwertungen während der Wirtschaftskrise, also bereits ab 1928. Hier sehen Sie die schon angekündigte Information über die Wechselproteste. Zwischen 1925 und 1932 wurde 1% der in Deutschland ausgestellten Wechsel protestiert, also der wurde nicht so bezahlt wie vorgesehen. Bei den Wechseln, die bei der Reichsbank eingereicht worden sind, waren es 4,5% der Wechsel, also eine deutlich höhere Protestquote als in der Gesamtwirtschaft. Und insbesondere bei kleineren Wechseln war die Zahlungsmoral relativ schlecht, bei Großwechseln war die Zahlungsmoral relativ gut. Dann hatte die Reichsbank natürlich das Problem, dass sie keine risikodifferenzierten Zinsen verlangen konnte. Es gab einen Diskontsatz, der galt für alle. Und dass sie auch eigentlich einen Wechselkredit nicht ablehnen konnte, weil wenn ein Wechsel die gesetzlichen Vorgaben erfüllte, musste der Wechsel diskontiert werden. Diese gesetzliche Vorgabe war im Wesentlichen, er musste 3 Unterschriften tragen. Man stellt aber fest, dass die Reichsbank zunehmend dazu überging, auch Wechsel zu diskontieren, die nur 2 Unterschriften hatte, also eigentlich nicht dem entsprach, was man sich vorgestellt hatte als Kreditsicherheit. Und dieses Problem der großen Wechselprotestquoten wurde man als Reichsbank auch nicht mehr los bis in die 30er Jahre. Bei den Geschäftsbanken, und da bin ich jetzt, gab es auch sehr umfangreiche Anweisungen, also auch regulative, könnte man sagen, wie man Kredite zu bewerten hatte. Also es gab bei einer Geschäftsbank beispielsweise einen 5-seitigen Schuldnerbogen, in dem genau geregelt war, welche Informationen wie zu verarbeiten sind, und dann mussten diese Informationen in derartige Formulare eingetragen werden. Ich habe Ihnen das zusammengeschnitten. Das ist insgesamt ein relativ großes Formular, das nicht auf einen Bildschirm gepasst hätte. Und da werden eben auch festgehalten Informationen über die Kredite, die man vergeben hat, wie viel davon ungedeckt ist, wie viel gedeckt ist, wie die Deckung erfolgt ist, Hinweise über weitere bestehende Konten und andere Anweisungen. Man hat also sehr viele Informationen gesammelt oder wollte sehr viele Informationen sammeln. Und was vielleicht auch interessant ist bei diesen Schuldnerbögen, Sie sehen, links in der Mitte steht ein Januar. Das heißt, dieser Schuldnerbogen sollte monatlich aktualisiert werden. Also die Reichsbank hat gesagt, wir sammeln die Informationen einmal jährlich und ist damit schon nicht hinterhergekommen, die Informationen zu verarbeiten. Die großen Geschäftsbanken haben gesagt, wir wollen monatlich diese Informationen aktuell halten, was natürlich eine gute Idee ist, aber wahrscheinlich auch an den Informationsverarbeitungskapazitäten scheitert. Das weiß man aber nicht. Vielleicht waren die ja viel effizienter als die Reichsbank, aber das hat sich noch niemand so genau angeguckt. Man kann also nur in einzelne Akten hineingucken. 2 davon habe ich Ihnen mitgebracht. Einmal eine Lackfabrik Gustav Leuchte Nachfolger, werden Sie nicht kennen, die Firma, war auch kein großer Kunde, hatte immer so 50 bis 100.000 Reichsmark Kredit, also ein mittelständisches Unternehmen, war Kunde bei der Allgemeinen Deutschen Kreditanstalt in Leipzig, kurz ATKA. Seit 1904 lässt sich eine Kundenbeziehung nachweisen, also schon ein langjähriger, bekannter Kunde.
Und die Kreditakte, die ich eingesehen hatte, begann im Jahre 1916 und geht dann bis in die 1930er Jahre. Und Sie sehen auch hier, bei so einem mittelständischen Unternehmen hat man relativ viele Kreditsicherheiten beschafft, Bürgschaften, man hat Wertpapiere verpfänden lassen, Hypotheken eintragen lassen, Zessionen und Solarwechsel. Im Zeitverlauf sind die Sicherheiten stärker geworden, man hat mehr Sicherheiten verlangt für einen relativ konstanten Kredit, den man vergeben hat. Und auch hier sieht man, dass die Informationsbeschaffung im Wesentlichen auf Unternehmensbilanzen beruht. Man hat also Unternehmensbilanzen ab 1917 in einer Akte, die 1916 beginnt, also relativ kontinuierlich. Aber ein Buchprüfungsrecht oder ein Wirtschaftsprüfungsrecht hat man sich erst ausbedungen, als eigentlich absehbar war, dass der Kredit nicht mehr getilgt werden konnte. Das heißt, man hat sich bis Ende der 20er Jahre darauf verlassen, dass die Handelsbilanz, die man bekommen hat, aussagekräftig ist, um daraus eine Kreditentscheidung abzuleiten. Andere Informationen oder selbst mal die Firma besuchen, hat man eben nicht zu Rate gezogen. Etwas schöner lässt sich das zeigen für einen etwas größeren Fall. Die Firma Ariovitsch Rauchwaren, also ein internationaler Pelzhändler. Ich habe Ihnen da mal mitgebracht, was der für Kredite in Anspruch genommen hat. Im März 1931 war diese Firma mit 88.000 Pfund, 228.000 US-Dollar und 1,3 Millionen Reichsmark bei verschiedensten Banken in Leipzig verschuldet, war also ein größerer Kreditkunde. Auch ein internationaler Kreditkunde. Die Firma hatte Niederlassungen in London und New York. Und sie war seit 1902 Kunde der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank war auch die Hausbank dieser Firma. Es lassen sich aber seit den späten 1920er Jahren auch andere Kreditverhältnisse nachweisen bei der Dresdner Bank, der Danat Bank und der Atka. Also eine Streuung der Kreditkunden. Auch hier basierte die Entscheidung, Kredite zu vergeben, im Wesentlichen auf Bilanzen. Die wurden vor dem Ersten Weltkrieg auch regelmäßig eingefordert und auch regelmäßig übermittelt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden sie nicht mehr regelmäßig eingefordert. Als die Dresdner Bank die Geschäftsbeziehung 1927 ergänzend zur Deutschen Bank aufgenommen hat, hat sie auch, wie sie so schön schreibt, keine Veranlassung gesehen, Bilanzen einzufordern, da das Vermögen der Firma auf 20 Millionen Reichsmark zu veranschlagen ist. Das wusste man also einfach, ohne zu prüfen. 1929 hat sich dann allerdings herausgestellt, aber erst nachträglich, diese Information kam bei den Banken erst 1932 an, aber bereits 1929 zeigte sich, dass die Handelsbilanz zwar noch ein Vermögen von 12 Millionen Reichsmark auswies, die Steuerbilanz aber nur von 1,5 Millionen. Und als man dann in einer Buchprüfung eben dieses herausgefunden hat, konnte man nur mitteilen, naja, wir haben da eine Differenz, die wir an dieser Stelle erst einmal nicht so genau auflösen können, aber das Vermögen der Firma scheint deutlich kleiner zu sein als das, was wir in unserer Kreditwürdigkeitsanalyse herausgefunden haben. Die Deutsche Bank selbst, die ja schon seit Jahrzehnten mit dieser Firma in Kontakt stand, stellte nur fest, Erkundigungen über das Vermögen der Firma und ihrer Inhaber einzuholen, ist nicht notwendig, da diese hinreichend bekannt sind. Also auch da, nach der Hyperinflation, hat man vielleicht den Bezug zu Millionenkrediten verloren, sah man es auch nicht mehr für nötig, Informationen einzuholen. Was man auch gemacht hat, das hat die Reichsbank übrigens auch gemacht, verschiedenste Auskünfte über die Firmen eingeholt, unter anderem von Kreditauskunftsteilen. Herr Rudolph hat ja schon auf die Arbeit von Kollegen Berghoff hingewiesen, der sich eben mit diesen Kreditauskunftsteilen beschäftigt hat. Auch die hat man befragt, Schimmelpfenk war da so der Hauptanbieter, man hat auch englische Banken befragt, wie die Bonität der englischen Tochtergesellschaft einschätzen. Man bekam aber in allen Auskünften, zumindest bis 1931, die Mitteilung, dass die Bonität erstklassig ist. Also keine Hinweise, egal welche Institution man befragt hat, auf Nachlässigkeiten. So, und da ich ja nicht länger reden darf, Herr Rudolph drückt schon auf die Uhr, möchte ich noch ein paar Thesen formulieren, damit Kollege Ziegler gleich was dazu sagen kann. Also ich würde jetzt einmal die These vertreten, dass zwar dass es eine jahrzehntelang bewährte systematische Kreditanalyse durchaus gab, dass man aber an der Menge der Informationen, die man verarbeiten wollte, am Ende gescheitert ist. Man wollte alles wissen, konnte aber daraus keine Entscheidung mehr ableiten.
begleiten, also sozusagen eine Überflut an Informationen. Und zum Zweiten hat man eben festgestellt, dass die Qualität der Informationen deutlich abgenommen hat. Also vor dem Ersten Weltkrieg gab es eigentlich keine Unterschiede zwischen Handelsbilanzen und Steuerbilanzen, weil man als Unternehmen keine Steuern bezahlt hat. Also vielleicht so 3 oder 4% Steuersatz, aber da fängt keiner an, Steuerbilanzen anders als Handelsbilanzen zu gestalten. Das hat sich in der Zwischenkriegszeit mit Körperschaftssteuersätzen von bis zu 50% etwas verändert, dass eben Steuer- und Handelsbilanzen nicht mehr identisch aussahen. Das hat man aber längere Zeit nicht bemerkt, dass es da Probleme gibt. Das heißt, die Informationsmenge nahm zu, die Informationsqualität nahm ab. Und was man auch gerade bei den Geschäftsbanken beobachtet, ist ein gewisser Schlendrian, der sich eingeschliffen hat. Also es gibt immer wieder Schreiben der Zentrale, man möge doch bitte die Kreditstandards einhalten, und Antworten der Niederlassung, die sagen, ja, ja, aber wenn wir den Kunden behalten wollen, müssen wir hier etwas nachsichtig agieren. Das heißt, auch wenn man eben einen gut ausgearbeitetes System hat, wie man Kredite zu beurteilen hat, heißt das ja noch nicht, dass das entsprechend implementiert worden ist. Und damit bin ich am Ende und darf ich selbst an Herrn Ziegler übergeben. Ich darf selbst übergeben. Dieter, du darfst. Vielen Dank. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Normalerweise bin ich gewohnt, ohne Headset oder ohne Mikrofon zu sprechen. Aber Sie hören das, das Semester hat angefangen und seit der Vorlesung am Montag habe ich keine Stimme mehr. Deswegen muss ich jetzt also verstärkt sprechen. Ich habe zunächst mal meinem Kollegen Carsten Boob zu danken, und zwar aus folgendem Grund. Er hat mir nicht nur die Folien zur Verfügung gestellt, dazu war er von den Veranstaltern darum war er gebeten worden, sondern hat mir auch einen Probedurchlauf als Audiodatei geschickt. Das heißt, ich wusste sehr genau, was er jetzt hier sagen wird, sodass mir die Vorbereitung für den Kommentar leicht gefallen ist. Und ich hoffe auch, dass es auch die Qualität erhöht, weil ich nämlich direkt ansetzen kann bei den Thesen, die er gerade formuliert hat, und die Frage nach dem Schlendrian. Ja, also ich selber habe über die Dresdner Bank und vor allem über die Commerzbank in dieser Zeit, also in der Bankenkrise, gearbeitet. Und bei mir ist auch eine Dissertation über das Filialkreditgeschäft der Commerzbank erschienen. Und was man da feststellen kann, ist eben, ja, es gibt Regeln. Ja, es gibt Regeln, nach denen sich die Filialdirektoren zu halten haben im Kreditgeschäft mit ihren Kunden. Diese Regeln werden aber in aller Regel eben nicht eingehalten. Also das heißt, wenn Sie einen Kredit haben, der eine bestimmte Größenordnung überschreitet oder die Laufzeit des Kredites ist länger als erlaubt, dann müssen Sie in der Zentrale die Erlaubnis einholen. Das wird am Anfang auch gemacht und die Zentrale sagt in der Regel nein. So, das bedeutet jetzt für den Filialdirektor, dass er sich überlegen muss, halte ich mich dran oder halte ich mich nicht dran. Wenn ich mich nicht dran halte, das hat Carsten gerade schon gesagt, dann kann das sein, dass die Nachbarbank und die Konkurrenz war hoch in dieser Zeit, dass die diesen Kredit gibt und bin kundenlos. Das heißt, wir haben hier also mit einer systematischen Verletzung dieser Regeln zu tun. Das ist nicht unbedingt Schlendrian, weil es im Grunde ja der Versuch ist, das Geschäft zu retten. So, was nun mein Doktorand herausgefunden hat, ist, dass es eben nicht nur diese Großkredite waren. Gerade bei der Commerzbank macht das Argument überhaupt gar keinen Sinn, weil die hatte kaum Großkunden. Und wenn Großkunden, dann waren es immer Konsortialkredite. Das heißt, die anderen Banken hingen mit dran. Sondern in diesem Fall sind es Hunderte von Krediten im Volumen vom vierstelligen oder fünfstelligen Volumina in Reichsmark, die als Kreditausfälle 1931 anfielen. Und wenn das nicht so gewesen wäre, ich meine, Sie müssen sich klar machen, der Steuerzahler musste 1931 bis 1934 etwa für die damalige Zeit sagenhafte Summe von 500 Millionen Reichsmark aufwenden, um auch nur die 3 verbliebenen Filialgroßbanken wieder ins Laufen zu kriegen. Und das bedeutet natürlich Abschreibungen in einer enormen Größenordnung, und das ist im Falle der Daimler Bank natürlich, spielt dieser Nordwalle Kredit eine große Rolle, dessen Volumen größer war als das Eigenkapital der Daimler Bank. Aber bei der Commerzbank hat das keinen Sinn.
Also hier sind es eben kleine Kredite und die Frage ist, warum kommt es denn da eigentlich zu diesen Kreditausfällen, obwohl wir auch bei der Commerzbank diese Listen, die Carsten Bock gerade für die ADK gezeigt hat, auch haben. Und ich glaube, dass es dafür drei Gründe sind. Zwei Gründe, glaube ich, sind vor allen Dingen zeittypisch. Die muss also die aktuelle Diskussion nicht unbedingt interessieren, aber einer ist vielleicht auch nicht zeittypisch. Also der erste Grund ist die Expansion der Großbanken in die Fläche, die setzt anders als bei der ADK erst nach dem Ersten Weltkrieg ein. Also zwischen 1917 und 1922 kann man sagen, wird in jeder Woche eine neue Filiale eröffnet. Das heißt, von einer Handvoll Filialen steigen die Filialgroßbanken auf über 200 Filialen an. So. Das bedeutet aber nicht, dass diese Filialen neu gegründet worden sind, sondern die Filialen entstehen in der Regel dadurch, dass Privatbankhäuser übernommen worden werden oder kleinere Aktienkreditbanken aufgekauft werden. Und das wiederum bedeutet, dass der ehemalige Bankherr nun Filialdirektor ist, beziehungsweise die Vorstandsmitglieder jetzt Filialdirektoren in der neuen Filiale sind. Und selbstverständlich, die sind es gewohnt und die Kreditbeziehungen sind ja älter. Die Bank übernimmt ja auch die Kreditbeziehung von der übernommenen Bank. Diese Leute sind es gewohnt, selber zu entscheiden, welche Konditionen sie akzeptieren und welche nicht. Und die lassen sich selbstverständlich nicht sagen, du hast dich jetzt hier an die Regeln zu halten. Die vergeben die so, wie sie sie früher auch vergeben haben. Und wenn die Filiale dann einschreitet, dann sagen sie, das war immer so, das machen wir jetzt auch so weiter. Und das war es dann. Das ist also zeittypisch, weil das ist natürlich ein heutiger Filialdirektor, der ist in der sozusagen ist aufgewachsen in der Hierarchie einer Bank und kennt das nicht anders. Ja? Das ist zeittypisch. Der zweite Punkt ist auch zeittypisch, denn durch das rasante Wachstum des Filialnetzes müsste eigentlich auch die Überwachungsinstitution mitwachsen. Im Falle der Commerzbank ist das Sekretariat der Filialen und Depositenkassen, das vor dem Ersten Weltkrieg nicht mal ein Dutzend Filialen zu beaufsichtigen hatten, aber 1925 über 200. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn man also, die sollen im Prinzip die Kreditakten einmal im Jahr durchsehen und gucken, sind die Informationen da, die wir brauchen, die wir eigentlich einfordern und hält sich der Filialleiter bei der Vergabe, bei den Konditionen an das, was wir ihm erlaubt haben. Nur wenn das Personal dieses Sekretariats eben halt nur um das Faktor 4 wächst, aber die Zahl der Filialen und auch deren Kredite halt um den Faktor 50, ja, so ungefähr ist das, dann ist klar, dass diese Überwachung natürlich nicht stattfindet. Ja, dann müsste jeder Sachbearbeiter müsste dann am Tag so und so viele Kreditakten, also das ist vollkommen ausgeschlossen. Insofern konnte der Filialleiter auch davon ausgehen, dass er nicht auffliegt mit dieser Praxis oder wenn, dann eben nur in Einzelfällen. Und das erklärt eben halt, dass dann 1931 dann eben sehr viele dieser Kredite ausfallen. So, der dritte Grund, und ich mache es jetzt ganz kurz, das ist, glaube ich, einer, der nicht zeittypisch ist. Das Besondere bei Filialdirektoren ist ja, dass die sehr lange an diesem Ort sind. Sie sind sehr eng vernetzt mit der örtlichen Honoratiorenschaft, also sie sind Schatzmeister im Kunstverein oder im Aufsichtsrat des örtlichen Bundesligisten oder so. Ja? Und dort trifft man eben sehr viele andere Menschen, die über Informationen, weiche Informationen, also nicht solche, die wir gerade gesehen haben, über weiche Informationen, über die Kreditwürdigkeit, über das Geschäftsbaren, über die Perspektiven der Branche und so weiter Bescheid wissen. Und so holt man sich sozusagen einen Pool von Informationen heran, während natürlich die Zentrale in Berlin oder heute in Frankfurt diese ganzen Informationen nicht hat. Und nach ganz anderen Kriterien, nämlich formalisierten Kriterien entscheiden muss. Und da stellt sich jetzt natürlich dann die Frage, wie wäge ich sozusagen die evaluierbare, in dieser Form präsentierte, anonymisierte oder anonymisierte oder standardisierte Information gegen diese weichen Informationen ab. Und da liegt meiner Meinung nach auch ein zentraler Punkt, dass eben dieses Argument, das war immer so und das haben wir immer so gemacht. Und wenn der Kunde jetzt die Kondition nicht bekommt, die er bei mir früher immer bekommen hat, dann geht er eben zur Konkurrenz, dass dieses natürlich ein Argument ist, was durchaus ziehen kann.
Ja, und das erklärt eben einen Großteil dessen, was wir dann 1931 bis 1935 erleben, nämlich dass es diesen enormen Abschreibungsbedarf gibt, der eben den Steuerzahler eine halbe Milliarde gekostet hat für drei Banken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Buhaupt, Herr Ziegler, für einen Einblick in eine Welt, die uns heute im Grunde genommen, seitdem es die EZB gibt, ein bisschen fremd geworden ist. Der Wechsel spielt keine Rolle mehr, bei der Bundesbank sowieso nicht, aber auch bei den Banken ist er ja quasi ganz runtergefahren. Herr Buhaupt, ich dränge auf die Zeit, aber ich verkneife mir nicht eine Frage, würde ich ganz gerne stellen. Wir haben ja ein adverses Selektionsproblem bei der Reichsbank und das haben Sie ja auch gezeigt. Ich muss sozusagen und ich habe nur einen Zinssatz. Damit kriege ich eine Sortierung. Ist das, was Sie da nachgewiesen haben, die gewisse Bürokratisierung, die Auswertung der Information, kann man das so interpretieren, als wenn die Reichsbank ein Gefühl gehabt hätte, dass es dieses adverse Selektionsproblem, was sie ja so noch nicht benennen konnte, dass sie das hat und möglicherweise ein Instrument dafür? Kleinere Firmen, die anderenorts keinen Kredit bekommen, zur Reichsbank gekommen sind. Also das war denen durchaus bewusst und haben eigentlich auch versucht, die auszuschließen, haben denen eben verweigert, ein Girokonto zu eröffnen beispielsweise. Aber es war eben relativ schwierig, weil man eben mit Blick auf das Bankgesetz sagen konnte, aber ihr müsst mir einen Wechselkredit bewilligen, wenn die formalen Kriterien vorhanden sind. Was dann auch dazu geführt hat, dass die Ausfallquoten deutlich größer waren. Ja, aber das war dem durchaus bewusst. Das ist mir aufgefallen, okay, das war meine Frage. Ändern. Ja. Okay, danke schön. So, dann sind wir 3 Minuten über der Zeit und ich darf aufrufen Frau Langenbucher und danach Herrn Warnburg. Schön, dass Sie da sind. Beide kommen von der Goethe-Universität, muss ich hier überhaupt nicht sagen. Frau Langenbucher, aber nicht nur, sie ist international unterwegs, sie liest in Paris und sie liest in Wien, schreibt tolle Sachen über das Wirtschaftsrecht und ist auch in der Praxis tätig, als im Verwaltungsrat der BaFin. Und insoweit kriegen wir eine wichtige Anregung und das über ein Zukunftsthema, nicht mehr in 30er Jahren, sondern über künstliche Intelligenz. Ach so, ich habe vergessen, sie ist natürlich auch in unserem wissenschaftlichen Beirat, Frau Langenbucher, Sie haben das Wort. So, vielen Dank. Ich setze da an, wo Herr Borup aufgehört hat, habe mich bemüht, ein paar wenigstens historische Folien einzubauen, um alle anzufangen sozusagen. Bei mir geht es allerdings nicht um Geschäftskredite, sondern um reine Konsumentenkredite. Und fangen wir also tatsächlich uralt an, dann verstehen wir die Kreditentscheidung als eine Art Mischung aus intuitiven, bisschen quantitativen, aber schon eher qualitativen Treibern. Diese drei Cs, die man immer wieder verwendet, Character, Capital, Capacity und dann eben lustigerweise bis in die 60er Jahre hinein hat man die Beurteilung von Character als das Wichtigste verstanden. Die Leute, die das irgendwie besonders toll machen konnten, wurden sozusagen gehypt im Neudeutsch. Und das werden wir jetzt sehen, also diese Glaube daran, dass es den Tollen gibt, der das irgendwie besonders gut kann, das werden wir sehen, das zieht sich rein bis in die KI. Jetzt habe ich also in die falsche Richtung gedrückt. Okay.
So, also los geht's, wie gesagt, mit den intuitiven Entscheidungen. Dann begann man in den 30er Jahren, da hatte Herr Bohrhoff ja sozusagen aufgehört, begann man in den 30er Jahren mit so einer Art Sammelstatistik, also nichts, was wir vielleicht schon als anständige Statistik im ökonomisch heutigen Sinne bezeichnen wollen, aber mit der Überlegung, auf der Grundlage gesammelter Informationen irgendwelche Ideen ableiten zu können. Was Sie hier sehen als Kreisbildchen, stammt alles aus diesem historischen Buch von dem George Lauer, nicht? Also das meiste überzeugt uns ja irgendwie, aber dass da Probleme drinstecken, sehen Sie schon bei Race und Marital Status und auch ein bisschen bei Home Location. In den 40er Jahren ging es dann offensichtlich etwas ordentlicher, in Anführungszeichen, mit Blick auf die heutigen Ökonomen zur Sache. Da hat man dann versucht, das, was man heute als Diskriminanzanalyse bezeichnen würde, anständig anzuwenden. Und es ist wieder dieses Zitat im Kopf behalten: purely objective credit formulae by statistical methods. Also wirklich die Hoffnung wieder, wir finden irgendwas total Objektives, wo wir eben nicht mehr diesen Charakterleser brauchen, sondern jemanden haben, der uns das schlicht und einfach ausrechnet, und dann ist der Kittel geflickt. Und dann sehen Sie hier auch, da gibt es jede Menge Variablen, die da wichtig werden konnten oder gezählt wurden. Da gibt es auch wieder, wo man wohnt, da gibt es auch wieder den Job und die Frage, ob man ein Bankkonto überhaupt hat, was offensichtlich damals, zumindest in den USA, auch sehr stark mit persönlichen Beziehungen zusammenhing. Dann gab es aber auch so Variablen, wie habe ich einen Telefonanschluss oder eben auch wieder, bin ich verheiratet. Naja, und also diese Überlegungen, dass man mathematische Verfahren vielleicht ganz gut nutzen kann, die haben dann in den 60ern zu etwas standardisierter, FairISA kennen Sie heute unter dem Begriff FICO-Score, geführt. Das heißt, da hat man versucht, die Mathe ein bisschen handhabbar zu machen und insbesondere diesen Charakterleser sozusagen zu ersetzen. Das heißt also schneller und auch weniger De-Skilling, also wieder weniger, dass einer da was besonders toll machen kann. Heute ist klar, das brauche ich Ihnen allen nicht berichten, haben wir hauptsächlich bankinterne Kreditwürdigkeitsprüfung. Da spielt die Schufa eine Rolle. Da spielt teilweise auch, wie Sie an der Statistik sehen, ML, also Machine Learning, bereits eine Rolle. Das heißt, ein Unterteil von künstlicher Intelligenz. Sie sehen, das ist so 2018 zu 19, war jetzt eben die neuesten, die ich hier gefunden habe, auf die Schnelle. So langsam geht das los. Heute haben wir wahrscheinlich viel mehr Banken, die bereits Machine Learning einsetzen. Und was soll das jetzt überhaupt heißen? Was ich hier im Folgenden unter KI-Scoring verstehen möchte, ist nicht nur der Einsatz von KI bei der Verwertung des bankeigenen Datenpools, sondern worauf man sich eben heute besonders einschießt wegen der Probleme, die damit einhergehen, ist der Versuch, bankexterne Agenturen aller Arten, da gibt es Data Miner oder Modeler und weiß nicht was noch alles, also bankexterne Anbieter, auf einen Datenpool, Big Data ist ja immer das Schlagwort, zuzugreifen, der sich auf der Basis von allem Möglichen ergibt. Das kann mal die Zahlungshistorie und ihr Einkaufsverhalten sein. Das kann aber eben auch ihr Musikgeschmack sein. Das kann sein, wie, wo und warum Sie in sozialen Medien unterwegs sind und mit wem Sie sich da unterhalten. Das kann Ihr Fitness-Tracker sein, der vielleicht darüber Auskunft gibt, wo Sie wohnen. Das kann sein, wie lange Sie brauchen, um ein Online-Formular auszufüllen. Das kann der Ladestand Ihres Smartphones sein, Nutzung von Apple oder Android. Und alle diese Dinge sind nicht erfunden, sondern alles, was ich hier hergemalt habe, sind Dinge, die tatsächlich passieren. Gibt noch unendlich viel mehr. Und Sie sehen da auch schon die Werbung in diesem Bildchen, nicht wahr? Es gibt gar keinen Anfang und kein Ende, was man alles auswerten kann. Alles, wir erinnern uns an den Charakterlesguru mit dem Versprechen, jetzt wird es so richtig objektiv, jetzt bekommen Sie eine Zahl an die Hand und dann ist die Sache erledigt. Also das ist die Versprechung. Was ist da ein Vorteil möglicherweise, der insbesondere kurioserweise aus einer ganz anderen Ecke hervorgehoben wird, nämlich aus Leuten, die sich mit Finanzsystemen in Schwellen- und Entwicklungsländern beschäftigen, die sagen, jawohl, da ist ein Riesenpotenzial drin, nicht? Wenn Sie kein standardisiertes Kreditwürdigkeitsbeurteilungssystem haben. Und wir können auf einen ganz anderen Datenpool zugreifen. Interessanterweise haben nämlich auch in derartigen Ländern sehr, sehr viele Leute, sagen wir mal, gut funktionierende Mobiltelefone, infolgedessen auch durchaus einen großen Datenpool.
Datenpool, der verwendet werden kann. Das heißt, da steckt durchaus positives Potenzial drin. Und auch wenn wir in die bereits entwickelten Länder hinüberblicken, haben wir immer noch erhebliche Gruppen der sogenannten Unbanked oder Underbanked, Credit Invisible. Ich erzähle nur meine eigene Story. Mir ist es lange Zeit nicht gelungen, ein Girokonto in New York zu eröffnen, weil ich eben keine dortige Kredithistorie zu bieten habe. Risiken sehen Sie auch gleich auf einen Blick. Ganz klar, auf der Hand liegt Datenschutz als Risiko, ein Haufen Verbraucherrechte, Transparenz, Erklärbarkeit und. Zugriff von Aufsichtsbehörden ist fragwürdig, insbesondere wenn die Leute global unterwegs sind. Und Diskriminierung, und mit dem werden wir uns jetzt beschäftigen. Da erzähle ich Ihnen gleich statt vieler Worte vielleicht nur dieses Slide. Ein Beispiel darüber, das sind drei Universitäten. NYU ist eher bürgerlich und weiß. Howard, wie wir inzwischen wissen, im Wesentlichen schwarze Universität. Und New Mexico, wenig überraschend, im Wesentlichen von Hispanics besucht. Und Sie sehen, das war so eine Art Mystery Shopping Exercise. Und die Leute sehen alle genau gleich aus. Und die kriegen halt eine Riesen-Penalty oben drauf gehauen. Das sind Arten von Diskriminierungen. Wir können dann in der Diskussion gerne vertiefen, woran das genau steckt. Ich hätte jetzt ein bisschen durch, weil Herr Rudolph mich darauf hingewiesen hat. Behalten Sie also im Blick, die Diskriminierung scheint hier ein Problem zu sein. Und dann erkläre ich Ihnen, warum das besonders spannend ist, vor dem Hintergrund eben dieses neuen Verordnungsvorschlags der EU-Kommission zur KI. Ja, das soll ein KI-Gesetz werden. Wie ist dieses Ding aufgebaut? Wir haben einen horizontalen Aufbau. Das heißt, wir haben oben Normen, die für alles gelten. Medizin, selbstfahrende Autos, Kredit, wird alles über einen Kamm gebürstet. Das ist kombiniert mit einem, was Sie risikobasierten Ansatz nennen. Soll heißen, es werden verschiedene Risikokategorien gebildet. Ganz verboten, Hochrisiko, so ein bisschen nur und gar nicht reguliert. Und diese Hochrisikosysteme, auch das muss verstanden werden. Risiko heißt ja nur Risiko, warum und wofür. Da gibt es drei Dinge, die risikotragfähig oder risikobedeutend sozusagen sind, nämlich Gesundheit, Sicherheit und jetzt kommt es, Grundrechte. Letzteres hat mich zunächst etwas entsetzt oder entsetzt mich noch heute. Warum? Weil meiner Meinung nach die Quantifizierung von Grundrechten eine ganz andere Geschichte ist an die Quantifizierung etwa von Gesundheit und Sicherheit. Aber so ist es nun mal. Da werden wir wahrscheinlich von diesem System auch nicht mehr wegkommen. So hat sich das die Kommission nun mal vorgestellt. Und jetzt nur als Fußnote, ich erzähle Ihnen dazu gar nichts, nehmen Sie es mir ab und mit, dass die Beurteilung von Diskriminierung durch künstliche Intelligenz juristisch global unvorstellbar umstritten ist. Ja, das beginnt bei der Frage, was die Rechtsgrundlage, das geht zur Frage, was ist denn überhaupt eine Diskriminierung, insbesondere wenn wir von sogenannter mittelbarer Diskriminierung sprechen, und endet bei der Frage, was kommt denn in so einen Abwägungsvorgang eigentlich alles rein, wird hier wirklich diskriminiert oder macht die Bank vielleicht einfach nur ihren Job, indem sie sozusagen statistisch diskriminiert, das heißt gute von schlechten Kreditnehmern wegsortiert und dann vielleicht auch sagt, das muss ich nicht nur mit Blick auf meine Gewinninteressen, sondern auch mit Blick auf die Makrostabilität des Finanzsystems. Dazu haben wir ja gerade schon Erhellendes gehört. So, Fokus jetzt und hier noch kurz. Die Kreditwürdigkeitsbeurteilung, wie Sie hier bereits sehen, ist innerhalb dieses EU-Kommissionsvorschlags als Hochrisiko eingeordnet. Ja, wir erinnern uns, waren vier verschiedene Risikokategorien. KI-Kreditbeurteilung, Sie sehen es hier, zur Kreditpunktebewertung oder zur Bewertung der Kreditwürdigkeit überhaupt, das dann offenbar bankintern gemeint, sind Hochrisiko. Und zwar warum? Das ist rot angestrichen hier, wegen der Risikoauswirkungen, die sich mit Blick auf Diskriminierung ergeben können. Ja, einmal Personen oder Gruppen, historische Diskriminierungsmuster, das ist das, was gerade auch in diesem Slide drin steckte. Jede KI lernt ja, wie Sie sicherlich alle schon wissen, auf der Basis historischer Daten. Nicht? Da wird sozusagen deren KI-Kopf gebildet. Wenn nun auf dem historischen Datenmuster drinsteckt, dass Schwarze nun mal immer ein schlechteres Kreditpotenzial bieten als Weiße, dann lernt sie das. Und dann lässt sich da, wenn man so will, vereinfacht gesagt, auch nicht viel ändern. Das nennt sich Historic Bias. Und aus diesem Grund sagt die EU-Kommission, da ist sie nicht alleine in der Welt, gehören die in eine besondere Risikokategorie gesteckt und muss man eben genau hingucken. Wozu führt also diese Einordnung als Hochrisikosystem? Eine Latte von Compliance-Anforderungen sehen Sie da auf schwarz.
und ordentliche Sanktionen auch. Interessant ist der rote Kasten vielleicht noch. Ich selbst bin ein Kritiker dieses horizontalen Ansatzes. Ja, ich finde das nicht überzeugend zu sagen, wir fangen ganz oben an und machen dann ähnlich ausschauende Regeln, egal über welchen Bereich wir eigentlich sprechen. So, das Gegenmodell wird in den USA gelebt, das sogenannte Sektoralregime. Da gibt es interessanterweise schon sehr lange, nämlich seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, zum Beispiel auch Diskriminierungsregeln, nicht die gerade sich damit auseinandersetzen, wann und wie und ob bei der Kreditvergabe auch diskriminiert werden darf. So. Praktisch ein kleines bisschen, so eine Art halben Fußabdruck eines solchen sektoralen Regimes sehen wir auch in diesem EU-Kommissionsvorschlag hier im roten Kasten. Wenn Sie ein Kreditinstitut nach CRR sind, nicht aber wenn Sie eine Nichtbank, also zum Beispiel Kaufhaus oder auch Scoring-Agentur, ja, aber wenn Sie ein Kreditinstitut sind, dann kommen Sie in ein Ausnahmeregime. Und wie sieht das aus? Zum einen haben Sie eine andere Aufsichtsbehörde. Jetzt ist nämlich die Bankenaufsicht zuständig und nicht die Antidiskriminierungsstellen und auch nicht die neu zu schaffende KI-Aufsichtsbehörde, die es geben wird. Es gibt, wie Sie sehen, immerhin Zugangsrechte von Antidiskriminierungsstellen, aber im Wesentlichen bleibt Ihr Ansprechpartner und auch Ihr Compliance-Check-Partner die Bankenaufsicht. Und die Überprüfung dessen, was überhaupt gemacht und geleistet werden muss bei Compliance, wird integriert in den SRB unter 74, also in die normale Bankenaufsicht. Ja, also insofern ein bisschen sektorales Regime bleibt übrig. So, jetzt habe ich noch 2,5 Minuten für meine Thesen. Die wichtigste These ist mir dabei, Grundrechtsbeeinträchtigungen, hatte ich ja schon angedeutet, die lassen sich schlecht quantifizieren. Grundrechtsbeeinträchtigungen sind eine wirklich inhärent normative Überlegung. Sie müssen erst mal feststellen, was denn hier überhaupt verletzt. Wen vergleiche ich denn überhaupt mit wem? Wenn der Schwarze keinen Kredit bekommt, beziehungsweise wenn in meinem gesamten Kreditportfolio im Verhältnis relativ wenige schwarze Kreditnehmer drin sind, womit vergleiche ich denn das? Vergleiche ich das mit der Anzahl Schwarzer in der ganzen Bevölkerung, dann ganz breit, oder vergleiche ich das mit der Anzahl Schwarzer, die genau gleich aussehen, so wie auf der Mystery Shopping Slide gerade, wie alle anderen Kreditnehmer? Ja, und schon das ist nicht eine Matheaufgabe, sondern ist eine normative Aufgabe. Das müssen sich Verfassungsrechtler und Privatdiskriminierungsrechtler überlegen und müssen uns sagen, das ist unser Standard, das ist unsere Benchmark, daran messen wir. Und damit nicht genug, hatte ich ja gerade schon angedeutet, dann gibt es jede Menge komplizierte Fragen. Was ist überhaupt eine Diskriminierung? Muss das immer bewusst sein oder reicht das, wenn sowas unterm Strich bei den Zahlen rauskommt? Und dann auch noch, was können wir denn abwägen? Was steht denn auf der anderen Seite? Gibt es da so eine Art Business Defense, so nennen das die Amerikaner, in Klammer, nur so macht man halt Gewinn, steckt in diesem Begriff drin. Oder gibt es so eine Art Makrostabilitätsargument oder. Also das sind alles schwierige normative Fragen, die ich selbst unglaublich spannend finde, aber die sich sehr, sehr schlecht, und ich sehe auch nicht wie, in die normale Bankenaufsichtsprüfung und Compliance-Geschichten hineinpressen lassen. Ich wüsste auch gar nicht, wer diese Standards entwickelt. Macht das dann jede Bank selbst? Macht das dann vielleicht die Bundesbank oder die EZB oder die BaFin? Auf der Basis wovon? In dem KI-Kommissionsvorschlag finden Sie gar nichts. Needless to say, Sie finden auch keinerlei Einzelklagerechte der betroffenen Verbraucher. So, also weil das nicht quantifizierbar ist, These Nummer 2, lässt sich das auch sehr schlecht in diese Standardvorgänge integrieren. Und darauf folgt dann auch noch die These Nummer 3, nämlich, weil die dieses sektorale Regime nur für die Kreditinstitute gemacht haben, aber nicht für die Nichtbanken, Scoring-Agenturen und Plattformen, werden wir notwendigerweise unheimliche Ideen bekommen. Ja? In diesem Bankenkosmos sozusagen werden sich die Leute, die was davon verstehen, einmal auf knapp gesagt, damit beschäftigen, was man denn da sinnvollerweise prüfen kann. Im anderen Kosmos, zusammen mit den selbstfahrenden Autos und den Gesundheitsleuten, werden sich ganz andere Leute damit beschäftigen, obwohl es auch um Finanzprodukte geht. Das ist schlicht führt zu Rechtsunsicherheit und im Zweifel auch zu Ungerechtigkeit. Und zuletzt
wie man sich jetzt damit umzugehen hat mit dieser KI-Diskriminierung, die wirklich global diskutiert wird, ein ungeheures Problem ist, mit dem wir uns alle werden auseinandersetzen müssen. Nicht nur wegen Krediten, sondern weil wir gescored werden auf Schritt und Tritt, wenn wir online unterwegs sind, finden sich jetzt ganz viele Normen. Wir haben ein bisschen in dieser KI-Verordnung, wir haben ein bisschen in der anstehenden Verbraucherkreditrichtlinie, wir haben ein bisschen in der Datenschutzgrundverordnung, wir haben ein bisschen im EU-Diskriminierungsrecht. Das heißt, Sie können sich aus mindestens 4 europäischen Normenkomplexen von den nationalen gar nicht zu reden, rauszupfen, was sie denn möglicherweise alles an Normen zu beachten haben. Das ist meines Erachtens nicht gelungen und die Chance zu einheitlicher Normierung wird vertan. So ist es. Dankeschön. So. Wo bin ich denn? Achso. Liebe Katja, vielen Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass du diesen umfangreichen Stoff in der vorgegebenen Zeit rüberbringen wirst. Ich habe in der Vorbereitung ja auch diese Richtlinie, den Vorschlag gelesen. 120 Seiten Kerntext, eng gedruckt, plus 20 Seiten Anhang. Da kommt eine riesige Lawine auf uns zu. Und sich zu überlegen, was da eigentlich auf uns zukommt, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und deswegen fange ich mal an mit dem, was ich so verstanden habe, was deine Hauptpunkte sind. Erstens, Risiken von KI sind aus Sicht der EU-Kommission insbesondere Verletzungen von Grundrechten, Stichwort Diskriminierung. Und deswegen überlegen sich viele wie du und das Gerichtswesen, welche Verfahren man einsetzen kann, um diese Diskriminierung zu verhindern. Ja, und Banken werden demnächst sich verteidigen müssen, dass sie mit ihren Systemen das eben nicht tun. Wie wird das reguliert? Die Kommission spricht von einem risikobasierten Ansatz, das klingt uns allen vertraut und wir denken, wo viel Risiko ist, muss man auch viel machen, aber Scoring-Systeme sind per Definition Hochrisiko. Sprich, die Banken sind in der schlimmsten Schublade einsortiert und müssen immer grundsätzlich die größten Anforderungen erfüllen, völlig egal, was sie glauben, wie groß die Risiken im speziellen Fall nun tatsächlich sind. Insofern ist risikobasierter Ansatz hier sicherlich ein schlecht gewählter Begriff für die Banker unter uns. Ja, und weil es eben das von Katja erwähnte sektorale Regime gibt, sprich, dass man, wo es schon Aufsichtsbehörden gibt, die Aufsichtsbehörden damit betreuen möchte, kann man sich schon jetzt ausdenken, dass es erhebliche Mehraufwand für sowohl die Bankenaufseher gibt, die jetzt die MA-Risk quasi um Sonderkapitel zu KI und Diskriminierungsschutz erweitern, als auch für die Kreditinstitute, die dann die Einhaltung dieser erweiterten MA-Risk einhalten müssen. Und interessanterweise, die Scoring-Agenturen, aber auch die Fintech- oder Big-Fact-Firmen, die ja viel mit Scoring sich beschäftigen, sind offenbar weniger betroffen, wobei ich nicht im Detail genau erkennen kann, woran das liegt, aber ich bin ja auch nicht der Jurist. Wo stehen wir heute? Nun, Katja hat gesagt, alles kann ja theoretisch schon heute verwendet werden. Ich glaube, ehrlich gesagt, im deutschen Bankwesen sind wir noch nicht so weit. Die Rating-Systeme sind im weitestgehend eine Blackbox. Der Wissenschaftler hat keinen Zugriff. Nur die Banken und die Aufsicht sehen, welche Variablen tatsächlich verwendet werden. Es ist bekannt, dass natürlich alles, was aus dem Kreditantrag bekannt ist, die bankinternen Daten plus alles das, was auf der Kreditkartenabrechnung und der Girokontenabrechnung steht, verwendet wird. Und deutsche Fintechs wie Auxmoney oder Finleap machen Werbung damit, dass sie zum Beispiel süchtige Spieler oder unübliches Konsumverhalten aus diesen Kontodaten raus extrahieren und an deutsche Banken verkaufen. Das dürfte also schon heute in die Rating-Systeme eingehen. Natürlich benutzen manche Fintechs viel mehr Daten. Creditech ist bekannt dafür, gibt es heute nicht mehr, aber die haben wirklich den gesamten Smartphone-Inhalt, benutzt alle Social-Media-Daten, alle Bewegungsdaten, welche Freunde man hat, wer davon beschäftigt ist und so weiter. Aber aus guten Gründen hat dieses Unternehmen niemals in Deutschland Kreditgeschäft gemacht, weil es nämlich keine BaFin-Lizenz hatte. Offensichtlich hat ja doch schon der ein oder andere Schutzmechanismus uns davor bewahrt. Welche KI-Methoden, und bislang haben wir im Grunde über Big Data gesprochen, welche KI-Methoden gibt es im Kreditgeschäft? Natural Language Processing, also natürliche Sprache verstehen, ist heute eine absolute Standardtechnik. Verwendet jede Bank überall, natürlich auch beim Lesen von Steuererklärungen, beim Lesen von Bilanzen, würde ich jetzt noch nicht als KI-Problem differenzieren. Und Machine Learning, das, was Creditech auszeichnet, da
Das ist meines Wissens, zumindest in den abgenommenen internen Ratingsystemen, auch nicht der Fall. Einfach weil die Bundesbank sagt, das Vertrauen in diese Systeme haben wir noch nicht. Und deswegen reden wir, glaube ich, teilweise über Probleme, die es im Ausland geben mag, insbesondere auch in Entwicklungsländern, wo diese Fintechs eben Big Data basiert Kredite vergeben an Leute, die das sonst keinen Kredit bekommen würden, aber vermutlich kein deutsches Problem. Was wir aber haben in Deutschland, und jeder, der die FAZ vorgestern gelesen hat, hat einen wunderschönen Aufsatz darüber gelesen, wenn man Frau und 60 ist, selbst mit viel Eigenkapital gelingt es nicht, in Frankfurt eine Wohnung zu kaufen. Ja, ein denkenswerter Aufsatz über Diskriminierung, wir haben ja wirklich ein Problem. Aber sind die Banken schuld? Und jeder, der die Praxis kennt, weiß, das ist die europäische Wohnimmobilienrichtlinie, ja, die schon zweimal geändert worden ist, aber immer noch die Diskriminierung aufgehört hat. Also wenn Juristen fordern, dass man Diskriminierung Schluss machen soll, dann sollen sie erstmal sich die Gesetze angucken, die solche Diskriminierung verursachen. Was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, ist völlig unklar. Ja, das Gericht hat verboten, dass Krankenversicherung oder Rentenversicherung oder Unfallversicherung geschlechterspezifisch gemacht werden, obwohl die Lebensversicherung glaubhaft argumentiert hat, dass es da gute Gründe für gibt. Also hat man Surrogate verwendet. Das machen die Banken ganz genauso. Nationalität ist verboten oder verpönt, ja, aber in der Geburtsstadt darf man ein Ratingsystem verwenden. Insofern leben wir in einer Welt, wo es geschickte Workarounds gegen gerichtliche Verbote gibt, eben Geschlecht, Nationalität und so weiter zu verwenden, führt aber im Endeffekt fast zum gleichen Ergebnis. Das Problem ist, dass es kein Verständnis darüber gibt, was eigentlich erlaubt ist und was nicht, auch nicht, was wünschenswert ist oder nicht. Die Banken argumentieren, wer viel Ausfallrisiko hat, der soll auch einen hohen Zins bezahlen. Manche Juristen sehen das anders. Die BaFin hätte das eigentlich schon vorher prüfen sollen. Mir ist keine solche Prüfung bekannt. In Zukunft wird sie das sicherlich verstärkt machen müssen, jedenfalls dann, wenn die Richtlinie umgesetzt wird, und ich bin gespannt, was da rauskommt. Ja, werden Banken hier zu restriktiv behandelt? Ja, auf der rechten Seite ist dieser Zocker, ja, der aufgrund seiner Girokontoüberweisungen an irgendwelche Bettingbörsen überführt ist und eben kein Konkurrentkredit mehr bekommt. Ich denke, das ist kein Hochrisiko, das ist gut. Ja, auf der linken Seite Kunio, ein völlig unbekanntes Start-up, welches dem Vermieter hilft, die schlechten Mieter auszusortieren. Natürlich auch mit Machine Learning-Methoden. Ja, und Recht auf Wohnung, finde ich, ist noch etwas Wichtigeres als Recht auf Konkurrentkredit. Und ich denke, Hochrisiko muss man ein bisschen differenzierter betrachten, als das die EU-Kommission derzeit tut. Ja, noch zwei Folien, wie ich die Zukunft sehe. Wenn die EU-Forderung umgesetzt wird wie geplant, dann wird es sicherlich dazu führen, dass alles, was KI im Scoring in Banken gemacht wird, mit Samthandschuhen angefasst wird. Die Compliance-Anforderungen, die Dokumentationsanforderungen sind enorm hoch. Also werden sich Banken sinnvollerweise überlegen, das kaufen wir lieber dazu. Dann haben nämlich die Fintechs oder die Scoring-Agenturen den schwarzen Peter. Und die sind leichter reguliert. Die Frage ist dann, wie die Outsourcing-Regeln interpretiert werden, ob eben per Outsourcing-Regeln das auf den Zulieferer genau übertragen wird. Vermutlich eher nicht. Ja, wenn man in dem ersten Satz der Verordnung liest, die EU hat das Ziel, eine führende Rolle bei der KI-Nutzung zu werden, dann kann man nur sagen an dieser Stelle, nein, ganz offensichtlich nicht. Ja, das ist nicht das Ziel, sondern es ist das Ziel des Schutzes von Konsumenten vor Diskriminierung. Aufgrund der sektoralen stärkeren Regulierung der Banken ist es völlig klar, dass das noch mehr Druck geben wird, in den Nichtbankenbereich auszuweichen. Direct Lending über private Kreditfonds, über Kreditplattformen ist ja heute schon ein Wachstumssegment, wird sicherlich einen weiteren Wachstumsimpuls erfahren. Und die ganze Welt der DeFi, die ja gerade erst im Entstehen ist, wo es überhaupt kein Intermediär gibt, wo es nur einen Code gibt, der wird natürlich dadurch auch möglicherweise bevorteilt, denn DeFis können natürlich problemlos alles machen, ohne dass sie sich vor einem Richter damit dazu rechtfertigen müssen. Ja, und damit komme ich zur letzten Folie. Was wäre die Alternative für diesen EU-Regulierungsansatz, der im Wesentlichen mal sagt, ja, liebe Banken, macht viel, viel Zusatzarbeit, bevor ihr KI im Scoring einsetzt. Und Katja hat es schon genannt, der Datenschutz, der individualrechtliche Datenschutz, Auskunftsrechte, Klagemöglichkeiten wäre eine Möglichkeit, die offenbar von einigen Juristen bevorzugt wird. Laissez-faire ist auch eine Alternative. Ja, als Facebook neulich
schwarze Menschen mit Affen verwechselt hat und eine ganz und gar unpassende Filmempfehlung den schwarzen Nutzern gegeben hat, hat das einen Aufschrei verursacht und natürlich einen gigantischen Reputationsschaden. Wir sollten nicht vergessen, dass die freien Marktkräfte auch im Bereich KI wirken. Man muss nicht immer mit der Bazooka oder mit der Büchse der Pandora auf die Banken schießen, wenn man irgendwo einen Missstand erwartet. Ja, diese explainable KI, was ja eines der Buzzwords ist, ja, man glaubt, wenn man KI explainable macht, dass dann der Aufsichtsbehördenchef seinen Haken darunter setzen kann. Ich kann nur vorwarnen, KI ist nicht explainable. Ja, das ist ein Marketingwort, aber nicht die Realität. Und damit bin ich am Ende meiner Worte. Vielen Dank. Frau Langbucher, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir sind in eine Problemlage eingeführt worden, die nicht ganz leicht zu lösen ist. Wir sind in der Zeit, aber ich verkneife mir wieder eine Frage nicht, Frau Langbucher. Wie sehen Sie das aus dem Blickwinkel? Muss ja doch eigentlich die BaFin erkennen, dass sie mit dieser Regulierung, wenn sie umgesetzt wird, sozusagen den Schattenbanksektor, den Fintech-Banksektor oder die Zulieferer, die Drittanbieter etwas subventioniert und Geschäft aus dem Bankenbereich in eine dritte Welt abschiebt. Ist denn das klar? Und machen die sich Gedanken darüber, wie man das sozusagen durch irgendeine Technik, Vereinfachung oder sonst irgendwas wieder ein bisschen zurückholen kann? Denn das, was Sie beide sagen, klingt nicht sehr zukunftsträchtig. Also die BaFin hat tatsächlich zwei größere Studien schon rausgegeben. Eine 2019 und eine jetzt vor ein paar Wochen, die sich genau mit diesen Problemen beschäftigt. Also die haben das sehr klar auf dem Schirm. Das hat mir auch bei deinen Comments gedacht. Ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt, ob das die weniger Regulierung ist. Ich habe eher andersrum den Verdacht, dass das eine Tick-the-Box-Exercise wird im Rahmen der normalen Bankenaufsichtsqualitätskontrolle. Und dass sozusagen es zu dem perversen Ergebnis führt, dass kundige Leute innerhalb von Banken Tick-the-Box machen und dass deswegen gar nicht sozusagen so schlimm ist und umgekehrt die anderen dann mit den, wie ich sagte, Diskriminierungsstellen und neu zu errichtenden KI-Behörden und sowas konfrontiert sind, die sich eben nicht auskennen. Sodass dann so ein ganz eigenartiges, ob das dann gar nichts passiert, weil die sich nicht auskennen und es lieber nicht anfassen wollen, oder ob dann sozusagen so eine Art Übermaßregulierung entsteht, weil die eben dieses politisch sensible Thema Diskriminierung lieber anfassen wollen und lieber zu stark draufhauen auch als gar nicht. Das ist völlig unklar, finde ich. Meiner Meinung nach sollten wir dringend in Deutschland Kreditauskunft teilen im weitesten Sinne regulieren. Es gibt keine Regulierung dafür im Wesentlichen. Ja, die Schufa ist vollständig unreguliert. Wie wir wissen, ist sie gerade von dem Private Equity mehrheitlich übernommen worden oder ist gerade dabei jedenfalls. Gibt es nichts, null, niente. In Amerika gibt es ein riesiges Regulierungsapparat von Gesetzen und Aufsichtsbehörden. Wir haben nichts. Und das ist völlig, völlig verrückt. Und da ist jetzt diese EU-Regulierung so ein ganz eigenartiger Baustein. Es gibt im Übrigen auch noch Länder, die haben gar nicht sowas wie die Schufa. Das heißt, da haben sie jetzt so eine Art Wespe in die Hand genommen. Und ich weiß gar nicht, ob Ihnen klar ist, was sie damit eigentlich jetzt gemacht haben, dass gerade dieses Scoring, das war auch nirgendwo vorher, das ist wirklich absurd, das kam nur in diesem letztlichen Verordnungsvorschlag, sämtliche Vorarbeiten, Scoring nie erwähnt, nie gehört. Und plötzlich in diesem Vorschlag steckt das jetzt drin. Also es bleibt spannend. Vielen Dank an Sie beide nochmal. Herzlichen Dank. Ich habe ja nicht nur gedrückt oder drücke ein bisschen, sondern es wird auch indirekt Druck ausgeübt. 15.10 Uhr Pause, fast. 15.30 Uhr geht es weiter. Herr Klump wird den zweiten Teil moderieren.